Wir müssen das hinbiegen! Das ist ein Herzinfarkt. Ich weiß es. Danny! Danny! Es geht alles vor die Hunde. Ich dachte, Radio Libertad würde alles in Ordnung bringen. Aber es ist alles im Arsch. Thalia macht irgendeinen verrückten Scheiß. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Alles ist scheiße, seit Paolo weg ist. Mein Dealer schwört, er hätte ihn am Flughafen gesehen. Und zwar mit diesem Pisser Bembe. Danny, du darfst Paolo nicht gehen lassen. Er ist der Einzige, der Thalia vor dem Abgrund bewahren kann, Bruder. Ich wollte ihn schon selbst holen. Ich kam bis zum Flughafentor und dann, bumm, überall Soldaten. Ich habe mir nur ein bisschen eingepullert und bin abgehauen. Du weißt doch, ich kann nicht so gut mit Soldaten, Danny. Du musst Paolo zurückholen. Du musst alles in Ordnung bringen. Das machst du vielleicht lieber unauffällig, Danny. Da sind eine Menge Soldaten. Spezialeinheiten, Feuerplan. Hier wimmelt es von Soldados. Sie müssen auf Paolo. Wo bist du da bloß reingeraten? Hier muss ich gut aufpassen. Das ist der Offizier. Wo bist du, Paolo? Ich muss Paolo finden. Ministerin Marchesa wurde von Libertad-Terroristen brutal ermordet. Hinterrücks und kaltblütig. Meine Antwort darauf ist nicht Trauer, sondern Rache. Ich will der Benedides tot sehen. Ich will Dani Rojas tot sehen. Ich will Clara Garcia und ihre Terroristenbande tot sehen. Das ist. Sieht nicht gut aus, Paolo. Wo bist du? Ihr seid so dicht beieinander!
Ich sollte den Alarm ausschalten. Heute kommt keine Verstärkung, ihr Säcke. Da, schon wieder. Kommst mir nicht. Komm, deine Schlecht. Rojas. Gute Zigarre. Ich würde gern glauben, dass du deinen guten Freund Bembe besuchst, aber wir wissen beide, dass du zu Paolo willst. Wo ist er? Er sollte jetzt eigentlich in einem Erste-Klasse-Flug nach Miami sitzen. Aber du hast ihn verkauft. Nein, 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 nein. Das war eine Überraschung. Ich wurde von Soldaten erwartet, Rojas. Also habe ich mich auf einen Deal eingelassen. Und dann hast du ihn verkauft? Für meine Freiheit und eine Provision. Aber ich bin nicht herzlos. Ich sage dir, wo sie ihn hingebracht haben. Er ist jetzt in einem Resort in Barrial. Wenn sie ihm was angetan haben, bist du dran. Versprechen, Versprechen. Wenn ich du wäre, würde ich mich beeilen, Rojas. Paolo ist nicht gerade in guten Händen. Memo, por favor. Du kannst weitermachen. Warum sollten Sie Paul an so einen Ort bringen? Paolo! Paolo! Paolo ist nicht hier. Verdammt!
Du! Ja, du! Sag mir, was du weißt. Wir haben ein weiteres Zielobjekt für dich, Danny. Es ist eine Flugabwehranlage. Ich markiere sie dir. Danke sehr. Wehe, Paolo ist nicht hier. Dann ist Ben Bea ein toter Mann. Gefährlich. Paolo! Ich bin's, Danny! Paolo! 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 Ohne dich gehe ich nicht! Ruhig, Danny. Ich liebe diese neuen Handys. Die sind so dünn. Das habe ich von Castillo gelernt. Zum Beispiel Viviro. Das wäre nie vorangekommen, hätte ich die Paria-Lager nicht geschaffen. Weißt du, Waisen wie du sind die besten Versuchsobjekte. Wie auch die Armen und alle anderen am Rande der Gesellschaft. Das sind 0,5 Milliliter PG-240. Das, was ihr Gift nennt. Und es wird in deine Blutbahn gepumpt. Vom Doktor verschrieben. Alles, was ich tun muss, ist anrufen. Pass auf, Danny. Habt ihr mich vermisst? Talia. Komm schon, Carino. Du bist sicher. Jetzt bist du bei mir. Ja, er hat mir was eingepflanzt. Oh Gott, er hat mir was eingepflanzt. Bin ich schmattiert. Beeilung. Okay, okay, ich warte da. Na, Matthias, ich brauche deine Hilfe. Danny. Ich kann jetzt nicht reden. Paolo und Talia sind auf dem Weg. El Doktor, dieser Drecksack. Er hat mich vergiftet. Das Zeug muss raus. Okay, du musst alleine in meine Klinik kommen. Folge der Straße nach Norden. Sie führt direkt zu mir. Kapiert, Danny? Danny? Ein Auto. Ich brauche ein Auto. Zu Fuß schaffe ich es nicht. Bewegung, Danny. Du musst schnell zu Matthias. Du bist nicht echt. Inzwischen sollte das PG-240 die Blut-Hirn-Schranke überwunden haben. Halt's Maul! Deine Neuronen geben zufällige Impulse ab, während sie ausfallen. Dein Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle. Dein verdammtes Maul! Ich habe nur eine Bitte. Sorge dafür, dass deine Leiche für die Autopsie intakt ist. Ja! Scheiße!
Libertad ist dir scheißegal. Und Castillo. Du schießt einfach nur gerne. Lita? Nein, das ist nicht real. Verstehst du's nicht? Wir hätten nie auf dem Boot sein sollen, Danny. Du hast mich hingebracht. Wir mussten weg. Castillo hat alle zusammengetrieben. Nein, Danny. Sie wollten nur dich. Ich hätte bei Clara sein sollen, aber ich ging in die Stadt, um mich von dir zu verabschieden. Ja! Woher hätte ich das wissen sollen? Du hast meinen Platz bei Libertad eingenommen und mich einfach am Strand liegen lassen. Es hätte dich erwischen sollen. Es tut mir leid! Du musstest ja Fortunas Nummer 1 sein. Wie fühlt sich das an? Nein! Die Werfener ist auch in Stadt. Das war ein großer amerikanischer Traum. Das ist ein Scheißname. Probleme dieser Werkstatt klingt doch viel besser. Kandro? Weißt du, was Werfener mir sagt? Es schreit mitten ins Fick. Ich hätte in Yankee-Muschis ertrinken sollen. Du hättest nicht sterben sollen. Es ging alles so schnell. Ich hätte nicht sterben sollen? Das ist alles, was du zu sagen hast, Danny? Du hast meine Leiche einfach auf dem Dach liegen lassen. Die hätten uns auch umgebracht. Wenn mein Gehirn durchbohrt hatte, habe ich noch lange genug gelebt, um zu sehen, wie du und Lita mich zurückgelassen habt. Alejo, bitte, hör auf. Du hast so viel Glück. Warum darfst du leben? Sie mich allein lassen dürfen. Das war der verfluchte Bembe. Er hat uns verraten. Nicht so, nicht so. Wir wollten noch zusammen sterben, weißt du noch? Danny, was machst du da? Danny! Hör auf mich, Danny, lass das Messer fallen! Ein Dio, Danny! Willkommen zurück. Wie geht es Talia? Ihr habt beide Glück, den besten Arzt in Yara zu haben. Wo ist Paolo? Draußen. Er meinte, er muss einen Krieg planen. Scheiße. Wenn du dich nochmal aufschneidest, flicke ich dich nicht wieder zusammen.